Mir ist die Thermodynamik-Lehrveranstaltung von Professor Reich sehr gut in Erinnerung geblieben. Herr Reich hat sein Fachgebiet souverän beherrscht. Es hat ihm Freude gemacht zu lehren und er hat seine Lehrveranstaltung durch kleine, aber sehr intelligente Experimente aufgelockert, wie zum Beispiel diese Trinkente. Und an dieser Trinkente konnte Herr Reich zum Beispiel die Hälfte der Thermodynamik erläutern. Ich habe an der TU Berlin Werkstoffwissenschaften studiert und hatte dort einen Professor für Statistik, eigentlich ein extrem trockenes Fach. Aber er verstand es mit vielen anschaulichen Beispielen aus der industriellen Praxis, unsere Faszination zu wecken und uns zur Begeisterungsfähigkeit anzustiften. Und so ist gerade diese eigentlich sehr trockene Statistikveranstaltung bei mir sehr gut im Kopf hängen geblieben. Die Vorlesung bei Professor Lengsfeld ist mir in Erinnerung geblieben. Das war eine sehr lockere Atmosphäre, sehr spannend. Und man hat manchmal Dinge erst eine Woche, zwei Wochen oder einen Monat später begriffen. Und das war für mich auch sehr lehrreich, dass man eben Sachen sacken lassen muss und dass man dann erst eine Erkenntnis gewinnt und das nicht sofort instantmäßig jetzt hier und heute haben kann. Ja, es ist vielleicht nicht so eine Lehrveranstaltung, sondern mehr so eine Kursreihe, also bei einem Professor, das war immer sehr interessant. Er war sehr begeistert von seinen Themen und hat das zum Ausdruck gebracht und auch mit dieser Begeisterung geredet. Er hat Konzepte entwickelt während des Redens und die dann sofort umgesetzt und gesagt, ja, nächste Unterrichtsstunde machen wir einfach das und es wird voll super. Und es war schön, irgendwie zu sehen, dass ihm das so wichtig war, dass er das mit uns teilen wollte und das hat Spaß gemacht, mit ihm zu lernen. Ich glaube, es sind verschiedene Lehrveranstaltungen. Das sind zum einen die, wo es kurzweilig war, wo man irgendwie sich nett unterhalten konnte, wo man zwar auch was mitgenommen hat, aber wo man auch Spaß hatte. Und dann sind es sicherlich die, wo man wirklich das Gefühl hatte, da steht jemand, der Ahnung hat und der einfach was mitgeben kann aus seiner Praxis und aus dem, was er so bisher quasi im Leben erlebt hat und gelernt hat. Für eine gute Lehrveranstaltung braucht man einen Dozenten, der Feuer und Flamme ist für sein Fachgebiet. Aber auch die Flexibilität zu haben, zu sagen, okay, das habe ich vielleicht jetzt länger so gemacht, aber vielleicht probiere ich was Neues. Vielleicht arbeite ich da mit den Studenten etwas mehr zusammen und guck mal, ob ich was anderes ausprobieren kann. Ich habe auch unterschiedliche Ausbildungsgrade bei mir in der Veranstaltung sitzen, die versuche ich zusammenzuführen und sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Und wenn mir das gelingt, dass sie auch unabhängig von mir sich über mein Fach austauschen, dann glaube ich, ist die Vorlesung gelungen, dann ist der rote Faden auch transportiert. Ein schönes Beispiel ist für mich dann, wenn später ein Student auf mich zukommt, ein ehemaliger Student, über seinen Berufseinstieg erzählt und sagt, ich habe gar nicht gemerkt, wie viel ich in deinem Kurs gelernt habe. Und dann ist das Konzept für mich aufgegangen. Die Lehrenden müssen sich einfach damit auseinandersetzen, dass Studierende heute mit Medien arbeiten, dass die Frontalvorlesung schon lange Schnee von gestern ist, obwohl sie auch durchaus ihre Vorzüge bei manchen Fächern hat. Es wird Bereiche geben, wo man vieles erledigen kann über E-Learning, über Film, über interaktive Geschichten. Also ich glaube, es wird immer dabei bleiben, dass die Präsenzlehre dominiert. Also nicht alles wird ins Internet gehen, es wird nicht nur noch MOOCs und Ähnliches geben, sondern ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Studierende und Lehrende sich sehen, dass sie wirklich auch persönlichen Kontakt haben. Ich glaube, klar, es gibt viele Vorteile von Dingen, über die man gerade spricht, E-Learning, virtueller Klassenraum, diese Sachen. Aber ich glaube, dass diese Sachen genutzt werden sollten, um die menschliche Zusammenarbeit einfach noch größer zu machen. Weil Ideen bekommt man dadurch, dass man mit anderen Leuten redet, dass man sich evaluiert und über Dinge spricht und neue Konzepte entwickelt. Und das funktioniert nur, wenn man mehr Gedanken hat als nur die eigenen. Und es wäre schön, das zu sehen.